Hey Leute, hier ist einmal mehr der Sah und heute probiere ich Kettenfett. Natürlich nicht das mineralische Zeug, sondern ein nicht fossiler Likör. Ja. Und der war nicht ganz billig. Ich glaube 16 oder 17 Euro hat es gekostet. Also nicht sehr günstig, aber ich wollte das einfach mal probieren. Es war in dem Getränkemarkt der einzige Lakritzlikör. Und wir haben auch nicht so viele riesige Getränkemärkte. Also im Real habe ich es gar nicht gefunden, im Kaufland auch nicht. Ich bin dann nur bei einem größeren unabhängigen Anbieter fündig geworden. Also keine Kette oder sowas. Ah, da steht es noch drauf, 16,99 hat es gekostet. Ne? 16 oder 17 Euro hat es gekostet. 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 Ja, und jetzt werde ich das mal probieren. Also Lakritze habe ich schon als Kind gemocht, allerdings immer nur in Maßen. Da steht drauf, man soll es schütteln. Ich schüttel das mal, aber man sieht eigentlich nicht so viel. Ja, also ab und zu so ein Lakritzlikör ist bestimmt lecker. Soll ja auch gut sein für die Atemwege, es soll die Schleimbildung fördern, also wenn man jetzt zum Beispiel erkältet ist oder eben so einen gereizten Hals hat oder sowas, soll das auch helfen. Gut, natürlich ist es aus gesundheitlichen Aspekten, aus Mainstream-Sicht natürlich besser, wenn man etwas Nicht-Alkoholisches konsumiert, zum Beispiel einfach nur eine Hartlakritz oder sowas, so wie das hier. Aber gut, und dann gibt es noch diese Lakritz-Bonbons. Aus beidem habe ich einen Likör hergestellt. Das hier ist der aus den Lakritz-Bonbons. Und das ist der aus den Katzenkindern. Die sind nicht vollständig aufgelöst, wie man hier sieht. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das muss man halt absieben. Und da zeige ich euch in einem Extra-Video, wie das Zeug hier schmeckt. Und wie es gegen dieses Zeug hier dasteht. Ist es eine Konkurrenz für den selbstgemachten Lakritzlikör, wie er in Skandinavien gang und gäbe ist? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier Kettenfett trinke und da steht drauf, das ist extra stark. 25%. Meinen die jetzt den Alkohol oder die Lakritze? Ich denke mal den Alkohol. Da steht Lakritzlikör drauf und es ist auch eine leichte, ganz leichte Anspielung auf Motorrad- oder Fahrradketten, also Maschinenketten, hier abgebildet. Kettenfett, so läuft das. Echtes Lakritz, kräftig schütteln, habe ich schon gemacht. Ich mache es nochmal. Das Original, würzige Süßholzwurzel mit kräftigem Salmiaksalz, schwarz und stark, so läuft das. Ja, von dem Salmiaksalz war ich eigentlich jetzt nicht so der Riesenfan in meinem bisherigen Leben, aber wir werden sehen. Ja, und an das Zeug bin ich gekommen, weil meine Freundin mir das besorgen wollte. Ich habe gesagt, ich will mal einen Lakritzlikör probieren. Und dann hat sie da halt gegoogelt und ich habe das dann gesehen, dass es das gibt, Kettenfett. Und dann habe ich das auch gesehen in dem Getränkeladen und musste es gleich mitnehmen. www.kettenfett.net. Oh, das reimt sich gleich dreifach nett. Lakritzlikör 0,5 Liter, 25%, enthält Salmiaksalz und Süßholz. Bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr vermieden werden, mit Farbstoff. Jetzt muss ich es vermeiden. Tagewerker GmbH, Wilhelm Mauser Straße, bla 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 bla. Ich will ja nicht jedem eure Adresse verraten, nachher schmeckt's nicht. So, jetzt brechen wir das Siegel hier, das rote Siegel. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil ich habe noch nie einen industriell hergestellten probiert, nur diese eigenen hier. Ja, da kommt halt noch das Salmiaksalz dazu. Ansonsten riecht es so wie der hier, nur ist der noch stärker. Das ist der Katzenkinderlikör. Aber jetzt werde ich nicht mehr weiter vergleichen, weil dafür gibt es ein extra Video. Boah, das riecht halt wirklich sehr komisch. Oh.
Es hat noch so was Kräuterartiges drin. Lakritz ist auf jeden Fall vorhanden, aber irgendwie riecht es auch sehr sprittig. Das macht irgendwie seinem Namen alle Ehre, finde ich gerade. Und das Aroma ist auch relativ schwach. Boah. Sehr süß. Na gut, es hat halt auch 25%, ne? Aber bei 25%. Also ich hätte mir das deutlich intensiver vorgestellt, muss ich sagen. Da steht auch drauf extra stark und so weiter. Aber das ist ja mein selber gemacht. Ne? Ich vergleiche nicht mehr. Schaut es euch einfach selber an. Da schwimmen auch deutlich Partikel rum. Ich versuche euch das mal einzufangen hier. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, dass hier eindeutig Partikel rumschwimmen. Vor schwarzem Hintergrund vielleicht besser zu sehen. Keine Ahnung, ja, nicht wirklich. Deswegen soll man wohl das Zeug auch schütteln. Also ehrlich gesagt, ich finde es nicht schlecht, aber man kann ebenso starkes Zeug zu Hause selbst herstellen, das besser schmeckt meiner Meinung nach und deutlich billiger ist. Tja, ich bin unabhängig, ich bin unbezahlt, deswegen kann ich eine objektive Meinung hier zum Besten geben. Das Salmiaksalz merkt man jetzt nicht mal so stark, aber das, was ich merke, ist jetzt auch nicht unbedingt verbessernd für das Gesamterlebnis. Naja, gut, also ich werde es trinken. Ich werde aber meinen selber hergestellten Lakritzlikören den Vorzug geben. Okay, Leute, das soll es schon gewesen sein. Das dickflüssige schwarze Zeug schmeckt okay. Eine Empfehlung bekommt es nicht. Obwohl der Golem auch schwarz wäre. Das würde gut passen, aber gut. Macht's gut, Leute. Gebt mir einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Abonniert mich, wenn euch der Content gefällt. Hier oder hier könnt ihr weiterschauen. Und dann kann ich nur noch sagen, macht euch mal selbst ein Lakritzlikör und schaut euch mein Video dazu an. Ciao, Leute!